Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt die Woche bis dato wirklich gut überstanden. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Start ins Wochenende, einen wunderschönen Samstag, einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn, habt Spaß und bleibt gesund. Und damit ganz herzlich willkommen zu Hayes. Ich freue mich drauf. Ich bin Fanboy. Ich sag's vorab, ne? Man könnte eigentlich oben links schon einen Fanboy-Counter einbauen, wie oft ich Fanboy jetzt gleich sagen werde. Ich werde mich oft wiederholen, aber ich liebe den Typ. Ich sag euch, wie es ist. Wort für Wort, 2 Minuten 30. Like und Support ist come out. By the way, Like-Dislike-Verhältnis. 5 Leute haben sich dazu entschieden, heute mal Dislike zu drücken, aus welchen Gründen auch immer. Ken Green hat produziert. Schöne Grüße gehen raus. Instinct war super krass. Wenn euch das Video gefällt, aber nur wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, was gibt's zu Hayes noch groß zu sagen? Promophase läuft zu Zwielicht-EP. Zwielicht-LP gibt es schon. Zu Zwielicht-EP, oder? Genau, hier. Gerne vorbestellen. Supporters come out, ihr wisst Bescheid. Ich bin sehr gespannt. Hayes wird immer abliefern. Die Frage ist nur auf... Wie? Wisst ihr, was ich meine? Auf welchen Wegen? Wie wird das machen? Wie wird das verpacken? Abfahrt. 7-6. Check, check. Seko. Let's go. Ach, schöne Grüße nach Karlsruhe an der Stelle. Ich laufe durch die Stadt auf der Suche nach den Worten für die Lieder hier. Doch statt wie geht's Familie, hör ich, Homie, hast du Weed bei dir? Okay, das hat man schon gehört in diesem Stoke-Trailer, in dieser kleinen Hörprobe, die wir hatten. Mein Kopf hat die ganze Zeit schon so gemacht. Ich sag euch, wie es ist. Geiler Einstieg. Am Ende kurz Sample und Drums gechoppt, dieses Bam, Bam, Bam und dann quasi auf die 1 eingestiegen. Ich find's aber nice, dass er ein bisschen vorher anfängt. Ich laufe durch die Stadt auf der. Also diese Stadt ist quasi die 1, aber er fängt ja schon viel früher an. Ich laufe durch die Stadt und dann ist es einfach nice. Ich laufe durch die Stadt auf der Suche nach den Worten für die Lieder hier. Doch statt wie geht's Familie, hör ich, Homie, hast du Weed bei dir? Immer. Brille schwarz, doch oben rot wieder. Was für. Ah, geiles Adlib, warte. Homie, hast du Weed bei dir? Immer. Immer. Brille schwarz, doch oben rot wie das Filtrierpapier. Die Augen rot wie dies. Hast du Weed bei dir? Wie das Filtrierpapier? Oh, auch. Reimtechnisch nice, teilweise auch ein bisschen eigen, sag ich mal. Also Hayes hat auf jeden Fall seinen eigenen Style so, was auch super, super nice ist, dass er diesem Boom-Bap-Film so treu bleibt, über Jahre schon. Aber, boah, Digga, das ist absolut krass. Rot wie das Filtrierpapier. Die Augen rot wie dieses Ort, das mir verschrieben wird. In Diebesmanier. Babys Block stehen Ratte hinter mir, der Codex lieber. In Diebesmanier, er hat auch geile Wörter teilweise drauf. Verstehst? Bei mir der Codex lieber Stich kassieren, bevor man sein Gesicht verliert. Hunger treibt uns nicht die Gier, es kommt die Schuld auf Briefpapier. Weil jeder von uns zuerst aus Not zu einem Dealer wird. Verstehst? Hunger treibt uns nicht die Gier. Auch wie er das betont. Hunger treibt uns nicht die Gier. Auch, Digga, guck mal. Ich brauche hier eigentlich gar keinen Stopp drücken so. Instinkt läuft Repeat immer noch hoch und runter. Wort für Wort wird Repeat hoch und runter laufen so. Ich bin sehr gespannt, wie die Hook wird, weil bei Instinkt war die Hook halt auch ein bisschen melodischer angehaucht, gerade wo diese Keys dann in der Hook reinkamen. Bin da sehr gespannt drauf. Dealer wird, verstehst? Und heute roll ich in einem 4x4 durch Orte, die dein Hirn verwirrt, sobald du einen Blick riskierst. Junkies rauchen Schore oder große Augen, Crystal Clear, wo Kommissare inspizieren, hoffen, dass man zinken wird. Oh, nice. Er zieht diesen E-Reim komplett durch. Mit einem 4x4. Was nice. Sinken wird, wo der Zufall zu deinem Schicksal wird. Nicht später, nein, sofort an Ort und Stelle. Wenn du Pech hast, hast du verloren, Freund und Helfer im Akkord. Er ist selbst. Guck mal hier, wie er das float. Ganz komisch. Das hast du verloren, Freund und Helfer. Warte hier. Nicht später, nein, sofort an Ort und Stelle. Wenn du Pech hast, hast du verloren, Freund und Helfer. Wenn du Pech hast, hast du verloren. Er sagt, hast du verloren so. Bro, Baden-Württemberg, ja, represent, was soll ich sagen? Schöne Grüße aus Stuttgart auf jeden Fall. Hast verloren, Freund und Helfer im Akkord. Er ist seltsam, dieser Ort. Manche Kanaks-Wörter kennen die Gesetze Wort für Wort. Schreibe Texte Wort für Wort. Okay, ganz kurz, bevor wir in die Hook gehen. Was gibt's da zu groß zu sagen? Geiles Hey-Soundbild, Drums, Oldschool-lastig. Vocal auf jeden Fall, habe ich bei Instinct auch schon gesagt. Ich weiß nicht, ob da im Vorfeld was zu gesagt worden ist. Ich habe dieses Q&A leider nicht geschaut, muss ich wahrscheinlich noch nachholen mal, aber
egal welches Album davor, Brot und Spiele, Zwielicht, LP und so weiter und so fort, Tagmund auch so krass gewesen, waren die Vocals immer ein bisschen dreckiger so, haben sich halt sehr, sehr krass nach diesem Hey-Soundbild angehört, aber hier sind die Vocals crystal clear, Bro, also so klar ist crazy. Kiko, schöne Grüße gehen raus. Also, die Aufnahme ist krass clean. Für Haze-Verhältnisse, was ist nicht schlecht ist, weil wir dieses Haze, dieses dreckige Haze-Soundbild ja alle mögen, glaube ich, oder? Denk ich mal. Wort für Wort, schreibe Texte, Wort für Wort, schreibe Strophen, Wort für Wort, meine Ängste, Wort für Wort, meine Hoffnung, Wort für Wort, sag dem DJ, stopp die Platte, spiel den Song nochmal von vorn. Oh, DJ, nice. Stopp die Platte, spiel den Song nochmal von vorn. Geil. Dass er dieses Wort für Wort ist zwar nice, um halt möglich diesen Ohrwurm ein bisschen zu kriegen, so. Baba, Wort für Wort, Baba, Baba, Wort für Wort, aber dass er die letzten quasi so ein bisschen, sagt dem DJ, spiel die Platte nochmal von vorn oder den Song nochmal von vorn, ist nice. Spiel den Song nochmal von vorn, hab ne Message, Wort für Wort, nicht nur für Kohle, Wort für Wort, alles stimmt in meinen Texten und in Strophen, Wort für Wort, also bring noch eine Flasche, spiel den Song nochmal von vorn. Hier, also bring eine Flasche, spiel den Song nochmal von vorn, dass er das durchzieht, ist nice. Und nicht nochmal Wort für Wort bringt. Song nochmal von vorn, leider drin noch einen Blatt, spiel den Song nochmal von vorn, Papers kaufen früher einzeln. Ey, Hook ist nice. Hook ist nice. Es passiert im Beat jetzt nicht so viel wie bei Instinct dann. Was überhaupt nicht schlimm ist so. Also, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo einen Hey-Song gehabt, wo ich sagen muss, den muss ich jetzt öfter hören, damit der mir gefällt so. Auf dem Tagmund-Album gab es einen Song, der hieß Schatten, glaube ich. Den ich 2-3 Mal hören musste, um den Vibe so ein bisschen zu checken. Aber hier, Instinct und Wort für Wort, direkt geil. Früher einzeln für paar Tüten, für paar Cent. Wütend auf die Welt, doch Gefühl für mein Talent. Und heute kann ich nicht mehr zählen, wie viel Blüten ich verbrenne. In einer fetten Limousine, die Müdigkeit erkennt. Oh, nice, ey, Digga. Ich muss da bei ihm einfach grinsen. Ich weiß nicht warum so, weil einfach so mein Herz bei dieser Musik komplett aufgeht. So, entweder höre, also ihr müsst euch vorstellen, ich wach morgens auf, entweder höre ich das oder Luciano auf hartem Drill, sagen wir mal so. Eigentlich mehr Haze. Aber gut, Haze oder Luciano so, ne? Was anderes gibt's in meinem Musikkosmos so, in meinem privaten nicht, weil hier auf YouTube, hier muss ich natürlich alles abchecken, meine Meinung zu allem irgendwie sagen. Aber eigentlich, Digga, Haze ist 24-7 bei mir. Brüder hocken ab, manche Brüder machen Geld, manche beides fickt die Welt, denn wir fühlen uns hier fremd. Lyrik für die Kanaks, die Sirenen hören und dann rennen und nicht möglichst für den Trend, sondern möglichst... Dicke Drehter, ja? Trend, ...sondern möglichst eloquent und trotzdem brennt die... Oh, warte mal, das war echt geil. ...hören und dann rennen und nicht möglichst für den Trend, sondern möglichst eloquent und... Oh, sondern möglichst eloquent. Trotzdem brennt die Hütte, wenn ich bitte, typisch mit dem Baden-Württemberger Slang, Brat, der Südwester präsent. Müde nicht vom Dämpfen, nur müde, weil ich kämpf. Seit dem Rap Cloud Exclusive, seit dem Frühjahr 2011 und dann raus aus Karlsruhe in die große weite Welt. Doch bin vor Ort, sitze hinten in dem Benzer auf Komfort. Hier, doch bin vor Ort, sitze hinten in dem Benzer auf Komfort. Ah, oh, Digga, es ist nice. Also, ich weiß nicht, ob ich so... Viele juckt es, glaube ich, auch gar nicht, wie seine Stimme aufgenommen worden ist, beziehungsweise wie clean oder wie dreckig seine Stimme jetzt klingt. Nur ich, der selber viel produziert, der gerade selber sehr, sehr viel mischt und mastert, sehr, sehr viele Aufträge da hat, ist es schon teilweise wichtig so, weil es ändert jetzt nichts komplett an dem Hey-Sound-Bild, aber so dieses Dreckige fehlt nicht, aber ist halt ungewohnt, dass es so Lies. Auf Komfort und Kiffe Auto aus Apotheke aus Labor. Lebe es vor und danach schreibe ich in die Texte Wort für Wort. Schreibe Texte Wort für Wort. Schreibe Strophen Wort für Wort. Oh, meine nice. Wort für Wort. Meine Hoffnung Wort für Wort. Sag dem DJ, stopp die Platte, spiel den Song nochmal von vorn. DJ, stopp die Platte, spiel den Song nochmal von vorn. Und es ändert sich gar nicht so viel zwischen Part und Hook. Wir haben diese Scratches drin, diese DJ Cuts. Steht in der Beschreibung drin, von wem die sind. Gemisch gemastert von Rawline. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob Rawline auch die anderen Alben gemischt und gemastert hat. Oder ob das jetzt das erste Mal ist. DJ Cuts, keine Ahnung von wem die sind. Und Stimme, minimal breiter so. Gerade dieses Wort für Wort sehr breit gemacht, sehr vorgehoben. In meinen Texten und den Strophen, Wort für Wort. Also bring noch eine Flasche, spiel den Song nochmal von vorn. Leider dreh noch einen Blatt, spiel den Song nochmal von vorn. Geil. Geil.
5.11., ihr wisst Bescheid, ist gar nicht mehr so lang. Was haben wir heute? 21., 22., irgendwie so. Das war Hayes Wort für Wort. Bro, ich brauche gar nicht mehr viel sagen. Schönes Wochenende. Bleibt gesund. Peace.